Hallo, heute werden wir das Möbel Helma von IKEA zusammenbauen. Es ist ein Ordnungsmöbel für Folie, Ordner und so weiter. Also erstmal wird man den Turm aufbauen, der Boden, der Deckel und nachher die Schubladen. Fangen wir an! Wir werden erst das Material zusammen sehen. Ihr braucht Schere, zwei Schraubendreher, ein flach und der andere kreuzformig, die üblichste Größe und Gläser, in denen wir unsere ganze Schraube einordnen werden, damit es praktischer ist und um keiner zu verlieren. Kleines Beirat, nehmt euch die Zeit für die Öffnung dem Karton. Reißt es nicht ab, wenn ihr das Möbel zurückgeben wollt, wird es nur in diesem Zustand im Lager angenommen. Wir trennen erstmal alle kleinen Teile und wir stellen sie in die Gläser. Wir trennen unsere Stocken, die wir gleich nutzen werden. So, das braucht man nicht sofort, wir stellen es beiseite. Wir stellen es nachher unten. Das ist also unser Deckel. Wir stellen es auf die Seite, weil wir es nicht sofort nutzen werden. Hier hat man ein Teil, das auf die Seite kommt. Wir öffnen es. Und innen hat man eine Schublade, die wir aufpassend gleiten werden. Und wir stellen es beiseite für das zweite Teil, also in das andere Video. Erste Etappe, wir stellen die Schubladenführung auf die Wand unserer Kommode. Diese adhärende Hülse in die Rastung glitschen. Es ist richtig gestellt, denn es dafür gemessen ist, also keine Sorgen, ihr könnt es nicht verkehrt herumstellen. Also machen wir das mit den 5 anderen Stocken. Hopp, also machen wir das mit den 5 anderen Stocken. Wir haben die erste Vorderseite aufgebaut und genau das gleich mit der zweiten gemacht. Also werde ich unsere Kommode befestigen. Wir nehmen die Platte und wir stoßen den Fuß ein. Wir machen das gleiche mit dem zweiten Teil. Wir stellen beide gleichzeitig hinein. Nutzt keinen Hammer oder es wird das Metall beschädigen. Eine gute Handreichung genügt. Gleiche Sache für das zweite Teil. Wir stellen beide hinein und wir machen es, bis dass es gerade ist. So, jetzt drehen wir es um. Aufpassend und wir nehmen den Schraubendreher, am liebsten der kreuzförmige, und wir schrauben hier an. Es ist normal, wenn es nicht bis zum Ende geht. So, wir drehen es um den Boden zu setzen. Wir sollen es auf die Seite, wo es Auskerbungen innen gibt, stellen. Also kleine Löcher und wir stellen den Boden auf diese Seite. Wir befestigen es unten und wir stellen den Rand hier. Hopp, es fügt sich ein, auch oben. Und wir sehen, dass wir zwei kleine Lappen haben, die wir mit dem Schraubendreher umbiegen werden, damit es den Boden befestigt. Sie sind relativ lasch.
So, die erste Etappe ist der Deckel zu legen. Es gibt hier einen Rand mit einem inneren Rand und das geht vorne. Wir lassen die dünnen Ränder im Inneren auf jede Seite gleiten. Also, wir setzen es wie ein Hut und es muss Klick machen, damit wir es einfach wegnehmen können. Wir drücken. So. Einmal, dass es überall gut gedrückt ist, ist unser Möbel gerade. Wenn wir das Möbel umgedreht haben, befestigen wir die Rollen. Dafür nutzen wir diese kleinen Löcher hier, den kreuzförmigen Schraubendreher und die spitzigen Schrauben. So stellen wir die Rollen und die Schraube. Es schraubt sich nicht so gut ein, aber es ist normal. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine elektrische Einschraubmaschine benutzen. Wir machen das Gleiche für die anderen Rollen. Nachdem wir den Boden gestellt haben, werden wir die zwei kleinen Plastikteile stellen, um es unter die Kommode gut zu befestigen. Wir haben den Turm von unserem Möbel. Ich sehe euch gleich in ein anderes Video, um die Schubladen zu aufbauen. Bis gleich!